So, guten Tag, hallo. Ui, die Stimme, sie lässt nach, wieder. Aber der Randomizer macht süchtig. Weswegen wir hier zurück sind. Und da weiter machen, wo wir gestern aufgehört haben. Nämlich in den Katakomben, da wo wir ja prächtige Sachen gefunden haben. Wir haben ja tatsächlich in der Aufnahme gestern einen unheimlichen Fortschritt gemacht. Und haben ja ziemlich viele Items gefunden. Wir hatten auch wieder den Creator des Randomizers im Stream-Chat dabei, der dann nochmal ein paar kleine Updates getroppt hat, weil wir spielen ja immer noch auf der 1.1-Version. Wahrscheinlich sind die ersten Updates schon draußen, wenn ihr das dann seht. Das ist verdammt gut. Das ist übrigens eine Änderung, die kommen wird. Nämlich, dass die Startwaffe immer alte Seelenreste benötigt, was ja derzeit nicht so ist. Das ist ja nur beim Umbral Knight so, unserer Vanilla-Starterwaffe. Aber das wird angepasst werden. Und genauso wird die Dash-Fähigkeit, die wir benötigen für eine Fähigkeit, die wir bereits haben, wird konsekutiv aufgewertet. Das heißt, dass wir erst die Dash-Fähigkeit kriegen und dann die andere, egal was du zuerst findest. Weil wir benötigen tatsächlich noch die Dash-Fähigkeit, um durch Wände durchzukommen. Also um diese Speerattacke da zu machen. So. Müssen wir erstmal dieses Brutnest da kaputt machen. Das hat mir gerade ziemlich viel Schaden gemacht. Mehr als man eigentlich lieb ist. Okay. Wow, das waren zwei Level-Ups. Brutal. Das ist schon wieder so ein Ding. Ist das gerade auch so ein Bad-Play-Move? Skaliert hier das Level wieder nicht mit dem Kapitel, sondern ist einfach so vorgegeben? Karivias Ring. Reduziert Abklingzeit für Fähigkeiten. Okay. Ja. hier könnte, by the way, so ein Steintafelfragment im Vanilla gelegen haben. Das weiß ich gerade gar nicht mehr, aber das ist durchaus möglich. Das hat uns jetzt auch gerade ziemlich viel gekostet, tatsächlich. Wir fahren mal runter. Wir können die Katakomben, glaube ich, so ziemlich komplett erkunden. Wir haben alle Fähigkeiten, oder fast alle, die uns erlauben, auf jeden Fall die Items zu holen. Dafür müssen wir trotzdem überall durchgehen. Verrosteter blauer Blumenschmuck erhöht Schaden von im und auf dem Wasser aufgeführten Angriffen. Okay. Das ist jetzt, also wir müssen es jetzt nicht übertreiben mit dem Schaden nehmen. Na gut, wir haben hier aber alles. Das heißt, wir könnten entweder noch tiefer gehen. Was eine Idee wäre. Machen wir auch. Ich mag das, wenn wir jetzt so schön diese gelben Map-Tiles immer wieder kriegen. Das ist sehr, sehr nützlich.
scheint aber nichts zu sein. Trotzdem müssen wir gucken, weil hier ist ja was, sonst wäre das Gebiet ja schon gelb. Und inzwischen gibt es keine Bugs mehr, die den Prozess oder den Progress im Spiel kaputt machen. Da ist mal ein Stück, 5 LP. Haben oder nicht haben, aber hier ist noch was. Die Frage ist, was? Aufzug daneben irgendwas? Hier muss auf jeden Fall noch irgendwas sein. Aber viel Wege haben wir hier ja nicht, ne? Was ist hier noch? Ich habe den Double Jump, ich darf das nicht vergessen. Ah. Ja, das führt halt nicht direkt runter. Ist aber dann logisch, dass hier noch Sachen sind. Zum Beispiel diese dicke Schatztruhe da hinten. Blutige Notiz 3, von der haben wir ja auch ein paar. Wir könnten eigentlich mal gucken, wie viele Notizen wir schon haben. Was sagt OBS? OBS sagt, fick dich, wir streamen heute nicht. Alles klar. Keine Ahnung, wie ich diesen Fehler zu beheben habe. Irgendwas stimmt mit dem Netzwerk. Ach ja, ich wollte aber mal was machen. Ich wollte mal gucken im... wollte mal gucken, wie viele Bits wir brauchen, um rüber zu gehen. Okay, also eigentlich geht's. 6,0, 6,9 Mbits. Empfangen werden 120 bis 136 Kbits. Okay. Weil es muss ja irgendwie dann mit mir irgendwie zusammenhängen, aber... Randomizer Time, solange der Stream hält zumindest. Ring der Riesen. Von am Boden ausgeführten Angriffen. Damit haben wir schon mal diese Chamber weiterhin erkundet. Da haben wir schon mal ein Safe, das ist auch gut. Was haben wir hier? Yes! Das nächste Steintafelfragment. Fehlen noch 4. Verstärken, und zwar ihn. Wir wollen Rittmeister Julius übrigens nicht verstärken. Ich warte auf jemand ganz anderen, wenn wir den kriegen. Okay, kostet 0, nehmen wir. Erhöht Schaden von am Boden ausgeführten Angriffen, kostet 0, nehmen wir. Einfach. Safe. Da können wir aber auf die beiden anderen Seiten noch nicht, denn die müssen jeweils von der anderen Seite geöffnet werden. Was für uns heißt, dass wir den langen Weg außenrum gehen müssen dafür, was kein Problem ist. Jetzt machen wir aber nochmal immens viel mehr Schaden. Rein vom Gameplay her ist es eigentlich ein Vanilla-Run, nur dass die Items überall anders sind. Weil wir müssen das, oder ich muss das Spiel neu erkunden. Da ich ja absolut gar keine Ahnung habe, wo die ganzen Items liegen. Weil wir ja jetzt an ganz viele Sachen rankommen. Wir haben ja jetzt ziemlich alles... Wie gesagt, der Dash fehlt jetzt noch, um komplett fertig zu machen. So, dass wir dann im... Ja, im Go-Mode halt nicht sind, aber dass wir halt alles abgrasen können. Ich hab den Double Jump. Wenn du so lang einfach spielst ohne Double Jump, du gewöhnst dich einfach dran. Das ist gruselig. Es ist gruselig, wie schnell du dich daran gewöhnst, ohne Double Jump zu spielen.
Schwarz Wasser ist tatsächlich nichts. Das ist schon mal gut. Ich glaube, als nächstes Projekt, da mir ja Metroidvania so am Herzen liegen, kommt dann erstmal Vigil The Longest Night. Auch ein sehr, sehr gutes Game. Müssen wir noch so ein Sanctuary fertig machen. Das müssen wir dann auch so hinkriegen, dass wir da auch den Randomizer spielen können. Unreines Sediment 100. Da können wir auch weiter. Da müssen wir nur von oben fallen. Ungefähr so. Ja, hier gibt's auch Sachen, die sind bösartig versteckt. Ja, Vigil The Longest Night hatten wir zusammen angefangen. Unreine Illusion zeigt die Weißpriesterin mit maximaler Stufe der Unreinheit. Ah ja, das ist ein Zusatz-Item, das wurde nachgepatcht. Ist ein reines Kosmetik-Item. Mit der verschwundenen Schwester, genau. Vigil The Longest Night hat auch schon ein Showcase bei mir auf dem Channel. Wir werden dann aber neu starten. Eventuell werden wir aber nicht im New Game starten, sondern im New Game Plus 2. Weiß ich aber noch nicht. Das sehen wir dann. Vielleicht hat sich ja bis dahin auch wieder diese Stream-Problematik geklärt, denn es geht ja jetzt schon wieder los. Es hat ja vorhin schon wieder geleckt. Die Übertragungsrate hat gekackt, aber irgendwie im Taskmanager ist alles noch unter dem kritischen Wert, würde ich mal sagen. Weit unter dem kritischen Wert. Unreines Sediment. Beendet aber tatsächlich hier die Suche nach Sachen. Allerdings können wir zum können wir die erste Tür zum Ruheraum öffnen oder zum Sanctuary. Was nicht wirklich ein Sanctuary ist, zum Speicherraum halt. Ihr wisst Bescheid. Auf der Seite liegt kein Item, erst auf der nächsten Seite. Was sagt denn die Map an sich? Die Map an sich sagt, dass wir hier super durch die Katakomben durchkommen. Ja, mich nervt's vor allem. Dass das so oft abkackt dann, weil das ist ja gestern dann nochmal nach 2,5 Stunden passiert. So. Weiß auch nicht, woran es liegt. Bis ihr das gesehen habt, dann auf YouTube, ist es auch wahrscheinlich schon wieder längst geklärt. Vielleicht muss ich auch einfach mal eine andere Broadcaster-Software benutzen. Das Problem ist, gibt es da was anderes außer OBS, was gut läuft? Heilung. Ist auch noch irgendwo ein Item dann drin liegen, glaube ich. An der Fässer. Ah, bisher nicht. Ich könnte überhaupt froh sein, dass ich hier bin. Ich habe, Release-Datum ist erst morgen, also wir haben heute den 11.11. und morgen kommt eigentlich erst Shin Megami Tensei 5 raus. Aber Amazon hat gemeint, ey, kriegst eine Vorabkopie. Hab's heute schon bekommen. Kann aber keine Nintendo-Punkte dafür verlangen.
vor allem, dass halt so viele das irgendwie mal spontan hatten. Eine Zeit lang dieses Problem, dass einfach irgendwann der Stream von OBS seitens OBS abkackt und der nur noch mit 0 Kilobyte rumwurschtelt. Moment, da ist ein Item, das nehmen wir, aber da ist auch ein Boss. Und wir versuchen ja, die Bosse so lange zu vermeiden wie möglich, aus dem Grund, dass sich ja danach der Schwierigkeitsgrad immens erhöht. Weil wenn wir die Bosse nicht machen müssen, dann machen wir sie auch nicht. So einfach ist das halt. Notiz des ersten Königs. Ich weiß nicht, wie viele wir davon noch, wie viele wir davon schon haben. Ja, vielleicht muss man es wirklich, muss ich es wirklich einfach nur neu installieren. Wer weiß das schon. Wäre auf jeden Fall mal die nächste Möglichkeit. So ein Ding. Ja, aber das macht... Es hat deutlich weniger Leben. Jetzt sehen wir ein reines Sediment. Der Raum ist fertig. Vielleicht kann es nur Windows 11 wieder lösen. Müssen wir im Leben aufpassen. Nee, 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 da oben geht's wahrscheinlich weiter. Nice. Hat er sich selbst mit der Giftbottle gekillt. Da ist mal ein Stück. Entschuldigung für die ganzen Hustenunterbrechungen, aber naja. So ist es, wenn Kinder krank in den Kindergarten kommen und man selbst nicht wirklich auskurieren kann. Jetzt ist ja aber noch was irgendwo. Das könnte im Wasser sein, tatsächlich. In dem Rotzwasser da unten. Ah, ne. Oder das könnte auch einfach hier neben sein. Lol, noch ein Boss. Mini-Boss. Nice. Der hat eigentlich auch eine der besten Fähigkeiten, wie ich finde. Wenn wir die jetzt Vanilla kriegen, wäre geil. Nö. Kriegen nur Scheiße von ihm. Und ein weiteres Talismanstück. Damit ist auch dieses Gebiet erledigt. Wir können hier hoch. Königsschildziegel erhöht die maximalen LP.
Das ist nicht schlecht, kommt drauf an, wie viel es kostet, weil es ist halt ein Relikt. Unreines Sediment 100. Können wir halt Sachen mitleveln. Ob das dann gut ist oder nicht, stellt sich dann halt noch im Laufe raus. Je nachdem, welche Fähigkeiten wir noch finden. Wir selbst nehmen keinen Fallschaden, von daher alles easy. Oh shit. Aber Kampfschaden nehmen wir. Ist ja klar. Ich will erst das Gebiet erkunden. Ich versuche meine Stimme heute ein bisschen zu schonen, also versuche ich jetzt nicht allzu viel zu labern, dass ich nächste Woche gar keine Stimme mehr habe, weil nächste Woche ist Urlaub. Er ist echt, der hat mit einem HP einfach überlebt. Welcher Arsch. Ist hier noch? Warte mal. Gefunden. Henkersmeldung. Immer auf diese kleinen Lücken in der Wand achten. Soll der Stream abkacken, kann ich es euch einfach nur empfehlen, auf YouTube zu gucken. Weil da ist es ja... Da läuft ja alles normal. Also Aufnahme wird ja nicht unterbrochen oder so. Irene, okay. Jetzt nicht die beste, aber auch nicht die schlechteste. Modriges Hexenbuch erhöht Schwimmgeschwindigkeit im und auf dem Wasser. Das ist halt, wie gesagt, ne, je nachdem, wie viel es kostet, ist das ganz geil. Und 10 unreine Sedimente. Jetzt gehen wir gerade noch mal zum Speicherpunkt, gucken gerade, was die Relikte kosten. Kostet eigentlich... Hey, kostet 0. Dann nehmen wir es mit. Alles, was 0 kostet, nehmen wir mit. Aber ich glaube, das sind jetzt die einzigen Sachen, die 0 gekostet haben. Nein, es müsste noch eins geben. Unreine Illusion kostet ursprünglich 0. Flizias Ring kostet ursprünglich 0 und eben das andere Ding, das uns mit maximaler Reinheit zeigt. Das heißt, ein Nuller-Item müsste noch existieren. lass uns doch, bevor wir nach unten gehen, erstmal hier weitergehen, da ist der Raum immer noch unerkundet. Weil es ein Boss ist. Deswegen. Ich glaube, haben die Katakomben nicht sogar zwei Bosse? Wie gesagt, wir schieben die Bosse so lang, wie wir können. Natürlich können die gute Fähigkeiten haben. Aber die können halt auch einfach nur Scheiße haben, können uns das Spiel unnötig erschweren. Und das muss ja nicht sein. Das ist mal ein Stück. Hätte ich auch einfach mal machen können dann, ne? Gucken uns jede Ecke genau an. Irgendwo sind auch Schalter im Wasser versteckt, da muss ich auch aufpassen drauf. Mir schläft gerade der Fuß ein, das ist sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Lol, wenn die ins Wasser fliegen, sterben die Fliegen. Ist ja lustig.
nichts drin. Reinschwimmen kann man hier auch nicht. Daneben vielleicht was? Nee, ne? Haben wir hier den Fliegenspawn? Mach mal weg da. Ist halt sau OP, dass man die Blumenhexe auch unter Wasser verwenden kann. Finde ich. Weil die macht alles geil. So. Wo könnten sie liegen, die Items? Ah. Rohstein, sehr schön. Und es komplettiert auch dieses Gebiet. Das sind so ein paar Verstecke, die ich halt einfach kenne. Es gibt immer diese einen Verstecke, die man immer kennt, wenn man sie einmal nicht gefunden hat. Wenn man die stundenlang sucht und sie dann findet, die vergisst du nicht. Und das ist so ein Versteck. Das habe ich wirklich stundenlang gesucht. Es hätte mir im Vanilla-Game vieles früher einfacher gemacht. Und ja. Wegen diesem Schalter hier, den habe ich nämlich auch nicht gefunden. Nicht gecheckt, dass der hier rumlungert. Ja, hier gibt es auch schnieke Sachen. Also hier liegen ursprünglich alte Seelenreste rum. Rohstein. Und hier bekommen wir auch so das erste bisschen Lore von unserem Umbral Knight, denn er sagt so, ich hätte nicht gedacht, dass ich dich hier jemals finden würde. Oder wiedersehen würde, irgendwie sowas. Über den Umbral Knight ist ja relativ wenig bekannt. Ja, was heißt wenig? Also eigentlich muss man nicht mehr über ihn wissen, als man in diesem Spiel erfährt. Vielleicht wollen einige dann wissen, oh, wie hat er mal ausgesehen, wie war dem sein Name und so ein Scheiß. Für die Story tut es nichts, trägt es nichts bei, wenn wir wissen, wie er heißt. Antrag des Dorfs, zack, damit haben wir alles. So, apropos alles haben. Uns fehlt noch das große Gebiet da in der Mitte zum Untersuchen. Dann fehlen uns noch so ein paar einzelne Sachen hier in den Katakomben. Ansonsten wären die fast komplett. Wie gesagt, ich muss die Bosse nicht machen. Noch nicht. Das sind Checks, die kann man abarbeiten, wenn es dann wirklich wieder eng wird. Mit allen anderen Checks. Aber wir haben ja jetzt noch einen Haufen zu erkunden. Also es ist ja wirklich, wir sind ja immens bereit. Weil wir haben ja wirklich schon verdammt viel gefunden.